Guten Tag zu Ich will kochen. Das ist die Chrissy, ich bin der Christoph und wir machen heute gefüllte Paprikaschoten. Dafür brauchen wir Paprika, Hackfleisch, halb und halb, halb Rind, halb Schwein, bisschen Schafskäse, wir brauchen Toastbrot, Milch, Zucchini, Karotten, Zwiebeln, Knoblauch, Bacon und unsere Gemüsebrühe. Die Chrissy kann schon mal anfangen mit den Karotten. Zwei Stück, die kannst du schälen. Gerne. Bitteschön. Ja. Dann habe ich hier noch Frühstücksspeck. Den schneiden wir ein bisschen grob fein. Grob fein, genau. Grob schneiden. Und wird in so einen Brattopf angebraten. Der Topf, der kommt nachher in den Backofen, das heißt, er sollte feuerfest sein. Dann nehmen wir uns die Paprika. Deckel brauchen wir. Schneiden wir ab. Kannst du die jetzt schälen? Nee, die schälen wir nicht. Oh Mann. Kerngehäuse raus. Bei der zweiten dasselbe. Das Weiße wollen wir auch nicht haben. Kommt raus. Nö, ist nicht giftig, schmeckt aber nicht. Zwei Toastbrotscheiben, da schneiden wir die Rinde ab. Würfeln. Kommt jetzt kurz in die Milch rein. Und den Boden schneiden wir ganz leicht an, damit die Paprika schön steht. Aber nicht durch. Ja, ganz leicht an, habe ich ja auch gesagt. Ich sag's noch. Nicht durchschneiden. Also durchschneiden im Sinne von, Löcher dass machen. Man durchgucken kann, genau. Die Schale befreien wir auch noch, den Deckel befreien wir auch noch von der Kerne. Christoph, bist du besoffen? Och, das wäre jetzt nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bist du soweit? Ja. Dann kannst du die Zucchini, so wie sie ist, auch hobeln. Alles? Nicht alles, ich sag stopp. So. Den Bacon braten wir ein bisschen an, das wird unsere Soße. Später. Okay, das reicht, danke. Bitte? Dann nehmen wir uns das Hackfleisch, ich würde mal sagen so 300 Gramm. Dann brauchen wir Pfeffer. Ich verliere hier alles. Ein Ei. Kann die Chrissy mal reinhauen, da unten drin. Ich nehme das. Gut. Dann nehmen wir wieder unser gutes Knoblauchsalz. Hau ab mit dem Salz jetzt, Mensch. Ich mach doch das Ei. Mal ruhig, ganz ruhig. Unmöglich, ehrlich. Paprikapulver, ein Teelöffel, Salz, normales Salz. Wunderbar. Dann haben wir noch Schafskäse. Bröseln mal ein bisschen rein. Ich glaube, ich werde das umrühren. Ha? Macht es. Oder? Dann haben wir hier noch unser Toastbrot, eingeweicht in der Milch. Drücken wir aus. Dadurch wird die Masse nachher schön fluffig. Christoph, das brät ein bisschen an hier bei mir. Das ist nicht schlimm. Nee? Gut, wa? Mm-mm. Wunderbar. Wird die Soße besser. So, das kann die Chrissy mal durchrühren. Ja. Wir haben noch was vergessen und zwar brauchen wir noch eine Zwiebel. Die wollten wir auch noch reinmachen. Die schneiden wir uns in Würfel. Und Salz noch an? Nee, ich glaube nicht. Okay. Hast du irgendwie Gewürz? Knoblauch auch noch? Nö. Nö, machen wir nicht ran. Ist das angenehm mit den Fingern da drin? Ja. Gut.
ja ein Handschuh dazwischen. So, Zwiebel drin. Bisschen Petersilie können wir auch noch reinmachen. Schadet nie. Dann nehmen wir auch die Stängel. Für den Geschmack. Ach, die Zwiebeln. Christoph. Du überlebst das. Rein. Dann haben wir Wasser im Wasserkocher erhitzt. Gehen wir ein bisschen schon mal. Aua, Mensch! Entschuldigung, Mensch. Heute ist er sehr pinzig. Stimmt nie. Du bist ein bisschen so, zieh's beiseite. Blöd zu mir. Dann haben wir unser selbstgemachte Gemüsebrühe. Du kannst schon mal die Paprika füllen. Gütig. Hier geben wir jetzt. Ja. Einen guten gehäuften Esslöffel rein. Lassen das noch einmal aufköcheln. Die Paprika muss man ganz gut andrücken. Die Füllung, dass das auch in die Ecken mit reingeht, ne? Mensch, die scheiß Handschuhe. Willst du die bündig oder mit einer Haube? Leichten, kleinen Haube. Geht klar. Das sind alles Wunderbar. Fragen, die müssen geklärt werden. Komm, gib mal ein bisschen Jas. Ach Christoph, Mensch. Dann haben wir noch ein bisschen Parmesan. Machen wir jetzt hier noch drüber. Mhm. So, die Dinger waren jetzt circa 25 bis 30 Minuten bei 200 Grad im Ofen. Mhm. Genau. Da kann die Chrissy schon mal so 7-8 Würfel in den Topf geben und den Topf aufstellen. 7-8 Würfel. Genau. Ja, ich nehme mal die Paprikaschote raus. Müssen wir noch die Soße machen. Aus dem Fond. Paprika stellen wir gerade mal warm. Damit wir sie auch warm genießen können. Ich mache jetzt 8, Christoph. Ne? Ja, super. Zeig mal. Das passt super. Hat sie gleich. Mach mal noch 3 dazu, bitte. Christoph, Mann. So. Okay, danke. Dann hältst du mal das Sieb. Ich habe ein bisschen Angst. Aua! Haben wir eine wunderbare Brühe. Sieb rein. Danke. Bitte. So, jetzt machen wir uns noch eine Mehlschwitze, aber eine dunkle. Der Fachmann spricht hier auch von einer dunklen Ruf. Das ist nichts anderes wie Butter und Mehl, schön dunkel. Gib mir mal das Mehl her. Bitte? Wie viele Löffel willst du? Mach erst mal einen rein. Los. Warte. Noch ein? Jetzt komm ich nicht Was machst schnell. Du denn? Bleib doch mal ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist überhaupt kein Problem. Weil wenn sie nicht mehr zugehört hätte, dann wüsste sie jetzt, dass wir eine dunkle Mehlschwitze machen. Bei mir kackt es immer ab, Entschuldigung. Was kackt denn da ab? Da kann ja nicht abkacken. Bei mir wird es immer klumpig. Mhm. Mann, in der Soße dann! Ach so! So, die Mehlschwitze hat jetzt ein bisschen Farbe gekriegt. Da kann die Chrissy jetzt langsam den heißen Fond rübergeben. Das geht ich sag in Ordnung. Stopp. Weiter, weiter, mehr. Langsam, schnell, mehr, stopp. Stopp. Fong. Fong. Und alle drin. Bitteschön. Mhm. Es ist kein Bitte und Danke mehr. Du kannst da mal noch einen Schluck Wasser reinmachen. Ja. Darf ich? Jawohl. So, wir haben hier in der Zeit, wo die im Ofen waren, noch
schnell ein bisschen Kartoffelpüree gekocht. Passt wunderbar. Wer natürlich möchte, kann auch Tomatensauce und Reis nehmen. Aber das ist ein bisschen abgedroschen, deswegen machen wir das nicht. Das hast du schön gesagt, Christoph. Abgedroschen. Du machst eh wieder alles selber, ne? Soße? Nö. Wo, wie soll ich denn die? Gerade ein bisschen hier. Ja. Danke. Die Paprika drauf. Und fertig ist unser Essen. Viel Spaß beim Nachfüllen, sagen die Chrissy und der Christoph. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schmeckt übelst lecker.